Hallo, liebe Freunde der Astrologie, der gepflegten Astrologie, möchte ich sagen. Ja, heute haben wir Donnerstag, den 1. März 2012, bereits schon den März. Und auch heute möchte ich wieder einen Blick auf die aktuellen Konstellationen legen. Fangen wir wieder an mit dem Lauf des Mondes. Der Mond, der ja alle 2 bis 3 Tage das Zeichen wechselt, er steht für die aktuelle Tagesenergie. Und über ihn können wir sehr gut herausfinden, welche Stimmung gerade herrscht und was gut ist zu tun auch. Zurzeit sehen wir, dass der Mond sich hier noch im Zeichen Zwillinge befindet. Das ist immer eine gute Stellung für Kommunikation, zum Wissensaustausch, zum Sammeln von Informationen und auch, wenn es uns gelingt, das Leben ein wenig leichter zu nehmen, ein wenig von der leichten schmetterlingsartigen Seite zu sehen, wenn uns das in diesen doch schwierigen Zeiten gelingt, ob die Zeiten schwierig sind oder nicht, liegt hier zum Teil auch mit an uns. Nicht? Also unser Kopf, unser Geist, unser Verstand prägt ja auch unsere Welt. Und wenn wir uns immer wieder sagen, ach, es ist alles so schwierig, ist es auch so schwierig. Und wenn wir uns sagen, ich kann auch mit Leichtigkeit durch manche Dinge gehen, dann funktioniert das vielleicht auch etwas besser. Am morgigen Freitag, den 2., gibt es dann Wechsel. Am Nachmittag gegen 16 Uhr wechselt dann der Mond ins Zeichen Krebs für die nächsten 2 bis 3 Tage. Also am Wochenende ist der Mond dann im Krebs. Das ist eine mehr emotionale Stellung, wo es sehr um Familie geht, um vertraute Dinge. Man tut auch gut daran, sich mit vertrauten Dingen zu umgeben. Der Krebs steht auch für unsere Wohnung, also auch vielleicht gute Zeit, in der Wohnung was zu machen. Vielleicht Anfang des Frühjahrsputzes, wer darauf Lust hat. Aber vor allem mit vertrauten Menschen zusammen zu sein und auch die Zeit mehr aus dem Bauch heraus zu leben, zu schauen, was sagt eigentlich mein Gefühl zu den Dingen. Der Merkur, der sonnendichteste Planet, der ja relativ schnell sich bewegt, wird auch am Freitag von den Fischen, wo er jetzt noch steht am Ende, in das Zeichen Widder wechseln, wo er dann die nächsten Tage sein wird. In diesem Zusammenhang trifft er dann auch, muss ich kurz nachblättern, trifft er am Montag dann auch auf Uranus. Das ist sicherlich eine sehr schnelle Kommunikation, viele Ideen, Erfindungen. Dinge werden vielleicht auch offenbart, Wahrheiten kommen ans Tageslicht, die in den Fischen vielleicht etwas verschluckt worden sind. Und was auch näher rückt und am Sonntag perfekt wird, ist die Opposition der laufenden Venus, ist sie gleich hier Ende Widder, zum Saturn hier in diesem Horoskop schon eingezeichnet. Saturn immer noch im letzten Grad der Waage. Erst im Herbst wird er in den Skorpion wechseln, weil er gerade rückläufig ist. Venus-Opposition Saturn ist eine etwas ernste Stellung, wo es darum geht, dass sowohl Beziehungen wie auch Werte geprüft werden. Was ist uns was wert? Wie viel sind wir uns selber wert? Was ist uns unsere Beziehung wert? Etc. etc. Aber auch eine gute Stellung, um mit Lust und Liebe bei der Arbeit zu sein, sich vielleicht auch Arbeiten oder Angelegenheiten zu widmen oder zu öffnen, die sonst nicht so leicht für uns sind. Gut, ich glaube, das sind schon wieder eine ganze Menge Informationen. Wer Interesse hat, sagt doch bitte, gebe das doch bitte weiter, dass es diese Tagesvideos gibt, die man eben über YouTube findet oder eben auf sternzeichen.net oder giso.de. Meine Telefonnummer ist 0431 94688. Wer mich einmal persönlich sprechen möchte. Und dann wünsche ich einen schönen Tag, bis wir uns dann an dieser Stelle wiedersehen. Und tschüss.